Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es geht heute um das Thema Drückstöberjagden, der zweite Teil. Und nachdem wir beim letzten Mal uns mit einigen Kritikpunkten und grundlegenden Fragen zum Thema Drückstöberjagd auseinandergesetzt haben, möchte ich heute so ein bisschen mehr in die praktischen Fragen gehen, ohne jetzt konkret eine Praxisanleitung liefern zu können in dem kurzen Video, aber doch mal so ein paar wildbiologische Grundlagen auf der einen Seite und die praktischen Konsequenzen für eine Drückstöberjagd daraus beispielsweise zu erläutern. Die Frage ist also, welche Wildarten wie bejagen, und dazu hat Helmut Wölfel, ich zeige hier nochmal das alte Buch Bewegungsjagden, auch hier eine Abbildung drin, die wir jetzt hier mal einblenden werden. Und diese Abbildung zeigt schematisch, stammt aus den 1970er Jahren etwa, zeigt schematisch die Ergebnisse Wölfels, wie bestimmte Wildarten zum Beispiel auch auf der Bewegungsjagd fliehen, welches Fluchtverhalten sie also an den Tag legen. Da sehen wir beispielsweise, dass Rehwild ganz anders flüchtet als Rotwild und Schwarzwild. Beim Rehwild, da sehen wir die Flucht aus der einen Dickung, sehen Sie sozusagen auf der rechten Seite im Bild. Das Rehwild nähert sich der Waldkante, springt dann oder flüchtet dann in kurzen Sprüngen praktisch über die Offenfläche hinweg, um dann möglichst schnell und auf direktem Weg wieder die nächste Dickung aufzusuchen. Also hier die physiologischen Gegebenheiten des Duckertyps Rehwild wirken sich auch ganz klar auf das Fluchtverhalten auf der Drückjagd aus. Und das bedeutet eben auch, dass man Rehwild auf Drückjagden ganz anders bejagt als zum Beispiel Schwarzwild oder Rotwild. Sie sehen, das Schwarzwild zeigt eben das Fluchtverhalten, indem es relativ spät flieht und dann eben auch zum Beispiel Offenflächen möglichst auf direktem Weg, möglichst schnell überquert, um dann den nächsten Schutz wieder aufzusuchen. Allerdings auch durchaus über längere Strecken, anders als das Rehwild, was eben wirklich die nächstgelegene, nächstmögliche Deckung tatsächlich aufsucht. Und das Rotwild hat wiederum ein anderes Fluchtverhalten. Das Rotwild als Läufertyp, als Tierart, die auch über größere Strecken flüchtet, wenn es dann praktisch in Bewegung gerät, wird sich, wie man im Bild schön schematisch auch sehen kann, erst entlang der Waldkante halten, um die Lage so ein bisschen zu sichten, um dann aber auch ins Offenland auszuweichen und auch gerade das Offenland als Schutz, die weiträumige Sichtbarkeit im Offenland als Schutz zu nutzen und auch eben über große Offenlandflächen sich zu bewegen. Das heißt also, hier wieder eine andere Form des Fluchtverhaltens. Ein weiterer wichtiger Punkt an der Stelle ist natürlich, dass auch das Rotwild deutlich kleinräumiger lebt, als wir das in der Vergangenheit bisher geglaubt haben. Es gibt Untersuchungen, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu den frühen Arbeiten von Wölfel. Es gibt Untersuchungen aus den letzten 10, 12 Jahren, die zum Beispiel auch hier in diesem Berichtsband aus dem Grafenwöhr-Projekt sehr schön dargestellt sind, zum Raumzeitverhalten des Rotwildes. Und das sagt uns, dass Rotwild deutlich kleinräumiger lebt. Wir sehen das hier in diesem Beispiel mal der Streifgebietsgröße eines Alttieres. Und so ein Alttier hat ja normalerweise auch einen größeren oder kleineren Keilwildverband mit sich. Das zeigt hier eigentlich ganz klar, dass das, was wir in der Vergangenheit zum Rotwild geglaubt haben, dass es eben extrem großräumig lebt und auch bejagt werden muss, so gar nicht stimmt. Und selbst die Telemetrieuntersuchungen noch zu Anfang der 2000er Jahre mit UHF-VHF-Telemetrie und auch die entsprechenden Auswertungen mit entsprechenden Algorithmen wie MCP sehen wir an der linken Seite, haben uns eigentlich die Streifgebietsgröße des Rotwildes immer überschätzen lassen tendenziell. Ganz früher natürlich auch wegen der Wanderungen in die Sommer-Winter-Lebensräume, die natürlich einen enorm großen Lebensraum
zur Folge haben, die heute aber fast gar nicht mehr stattfinden oder stattfinden können, weil wir das Rotwild im Grunde konzentrieren auf wenige Rotwildgebiete in vielen Bundesländern. Aber eben, wie gesagt, auch die Auswertung der Untersuchungsergebnisse selber hat sich deutlich verbessert. Es gibt mittlerweile auch Algorithmen wie Lokal, sehen Sie auf der rechten Seite hier, für demselben Tier mit denselben Daten, dass plötzlich die Streifgebietsumfänge nur noch halb so groß sind, wie man das früher geglaubt hat. Und das zeigt uns wiederum, dass man im Grunde auch das Rotwild und nicht nur das Rehwild sehr lokal bejagen kann. Und die Frage eben, kann man oder soll man tatsächlich nach bestimmten Zielarten Rückstöberjagden einteilen und sie auch durchführen, ist mit einem ganz klaren Ja zu beantworten. Wenn wir den einfachsten Fall haben, viele oder die meisten deutschen Reviere sind klassische Rehwildreviere. Das heißt, hier werden wir Rehwild bejagen und eventuell auch Schwarzwild. Und da sollte man definitiv zum Beispiel schon überlegen, jage ich jetzt auf Rehwild und erlege eventuell vorkommendes Schwarzwild mit oder jage ich auf Schwarzwild. Und wenn man auf Rehwild jagt, dann kann man beispielsweise das sehr schön kleinräumig gestalten. Man kann kleine Hunde einsetzen. Man kann beispielsweise sogar Zwergteckel einsetzen, die fährtenlaut das Rehwild, dem Rehwild folgen und wo das Rehwild eigentlich bei dem langsamen Hund sehr schön merkt und spürt, wie weit der Hund noch weg ist. Es wird, wenn Sie das Rehwild beobachten, zwischendrin innehalten, sich umdrehen, nach hinten blicken, lauschen, wo der Spurlaut zu hören ist. Und dann in solchen Sprüngen weiter flüchten. Das heißt also, hier haben wir eine ganz andere Bejagung als zum Beispiel beim Schwarzwild, wo wir dann beispielsweise deutlich aggressivere Hunde auch brauchen, um das Schwarzwild zum Beispiel aus einer dichten Dickung auf die Läufe zu kriegen. Umgekehrt müssen wir beim Schwarzwild eben aufpassen, dass die Hunde eben nicht zu aggressiv sind, dass zum Beispiel nicht regelmäßig Frischlinge von den Hunden gefangen werden, gesunde Frischlinge. Wenn also regelmäßig gesunde Frischlinge von Hunden gefangen werden, dann ist das ein Tierschutzproblem und dann ist bei der Jagd was falsch gelaufen. Und da muss man sich dann eben auch definitiv über Konsequenzen Gedanken machen. Wenn der Jagdleiter das nicht tut, kann das eben auch bis zu strafrechtlichen Konsequenzen führen, weil wir dann eben sehr schnell beim Problem der Hetzjagd wieder sind. Rotwild wiederum. Wenn ich eine Rückstöberjagd auf Rotwild durchführe, dann sieht die wiederum anders aus. Gerade das großräumige Fluchtverhalten des Rotwildes erfordert hier auch etwas weiterjagende Hunde. Da können Sie vielleicht mit dem Zwergteckel jetzt nicht so viel ausrichten, wobei Teckel durchaus da auch eine ganz wichtige Rolle spielen können. Aber da kann man auch etwas größere Stöberhunde verwenden und einsetzen, die auch eben das Rotwild über längere Strecken, dem Rotwild über längere Strecken folgen, wohlgemerkt auch immer grundsätzlich fährtenlaut. Ja, das erstmal so ein bisschen zu der Frage, kann ich gezielt auf bestimmte Wildarten jagen? Ja, es geht. Und man muss immer einfach die Zielart festlegen. Ist es Rotwild, ist es Schwarzwild, ist es Rehwild? Und man kann natürlich dann selbstverständlich die anderen Wildarten auf diesen Jagden mit erlegen. Allerdings ist das dann im wirklichen Sinn eines Beifanges. Und es sollte nicht der Versuch gemacht werden, die eierlegende Wollmilchsau zu erhalten, indem man jetzt alle möglichen Ansätze und Konzepte miteinander vermischt. Ja, wichtig ist immer nochmal die Fläche. Welche Fläche wird bejagt? Es ist ja heute so ein bisschen eine Mode geworden, großräumige, sogenannte revierübergreifende Rückstöberjagden zu veranstalten. Wenn ich diesen Begriff revierübergreifend höre, sträuben sich mir ein bisschen die Nackenhaare. Gut, wenn Sie jetzt wirklich sehr kleine Reviere haben, dann mag das sinnvoll sein, aber Rückstöberjachten über viele hundert bis sogar viele tausend Hektar sind definitiv ein Problem, aus den verschiedensten Gründen. Eben A, aus Gründen der Orientierung an Wildarten, B, vor allen Dingen natürlich auch an der Frage forstlicher Ziele. Forstliche Ziele habe ich vor allen Dingen in Verjüngungsflächen sind normalerweise nicht viele tausend Hektar groß
und auch normalerweise nicht viele 100 Hektar groß. Und dementsprechend sollte man eigentlich hier eher Drückstöberjachten heute zeitgemäß sehr konzentriert, sehr kleinräumig machen. Das gilt unter anderem auch beim Schwarzwild. Die Diskussion um die afrikanische Schweinepest läuft im Moment so ein bisschen in eine Richtung, die nicht wirklich zielführend ist, meines Erachtens. Wir verlinken Ihnen mal hier unten das Video auch dazu. Das können Sie nochmal sich getrennt angucken. Auch beim Schwarzwild vor der Frage der afrikanischen Schweinepest sind diese großräumigen Drückstöberjachten für meine Begriffe eher kontraproduktiv, weil sie das Schwarzwild einfach auf großen Flächen in Bewegung bringen und damit das Risiko der Verschleppung der Krankheit deutlich größer ist als die Chance, den Bestand signifikant zu reduzieren dadurch. Die Frage, sind Drückstöberjagden stressfreier als Einzeljagd? Diese Frage ist eigentlich mit einem Jein zu beantworten. Sie sind definitiv nicht das Allheilmittel, als dass sie oft hingestellt werden in Sachen Stress für das Tier. Gerade wenn sie zu spät im Jahr stattfinden, nach Ende Dezember, wenn sie zu häufig stattfinden, mehr als einmal pro Jahr an Flächeneinheit, wenn eben tatsächlich die Drückstöberjagd zu einer Hetzjagd ausartet, immer dann sind sie definitiv nicht stressfreier. Deshalb kann man das nicht so pauschal sagen. Eine korrekt durchgeführte, professionell durchgeführte Drückstöberjagd kann durchaus stressfreier als die Einzeljagd, beispielsweise über ein halbes Jahr auf der Fläche sein. Wobei wir umgekehrt natürlich auch sagen müssen, nicht immer ist diese absolute Stressfreiheit das Ziel. Denken Sie an Verjüngungsflächen, aus der das Wild auch raus vertrieben, also vergrämt werden muss und soll. Da macht es durchaus Sinn, diesen Jagddruck, also letztendlich auch diesen Stress in dieser Verjüngungsfläche aufzubauen. Gleichzeitig ist man aber verpflichtet, dann den Tieren auch die Möglichkeit zu geben, in Ruhezonen auszuweichen und sich zurückzuziehen. Wenn ich das nicht mache, dann ist es wiederum tierschutzwidrig. Eine weitere immer wieder spannende Frage und oft gestellte Frage an uns ist auch die, haben große Hunde auf Drückstöberjachten nichts zu suchen? Wird ja öfter so formuliert. Und die Begründung dafür ist eben tatsächlich die Fähigkeit der großen Hunde, dem Wild sehr schnell zu folgen, das Wild zum Teil zu hetzen und dass das eben einfach ein sehr großes oder ein zu großes Risiko birgt, dass die Jagd einfach aus dem Ruder läuft. So klar würde ich das jetzt auch nicht bejahen und unterschreiben. Ich denke, da muss man nochmal differenzieren, in welcher Situation die Hunde eingesetzt werden. Und da haben Sie hier in dem zweiten Kapitel, das von Herrn von Elsbergen geschrieben worden ist, der, soweit ich es weiß, lange Zeit Referatsleiter Jagd im Ministerium in Nordrhein-Westfalen war. Van Elsbergen schreibt im Grunde hier einen Beitrag im Wesentlichen über Bracken, aber er schreibt auch in diesem Beitrag sehr schön, wie man Hunde auf den Drückstöberjagden einsetzen kann und was dann für bestimmte Hunderassen und Größen eben einzusetzen sind. Er unterscheidet ganz klar, und das muss man im Grunde auch so sehen, die Hunde, die als freijagende Hunde eingesetzt werden, die also vom Stand geschnallt werden und die dann in praktisch eigener Verantwortung im Treiben agieren und das Wild versuchen, dem Schützen zu bringen. Und das Zweite sind dann die Hunde als Unterstützung von Treibern oder von Durchgehschützen. Van Elsbergen nennt die, glaube ich, so ähnlich wie Satellitenhunde. Das heißt Hunde, die im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Führers, also des Treibers letztendlich oder Durchgehschützen, der auch als Treiber agiert, wirken und die praktisch immer wieder zum Durchgeschützen zurückkommen, die also nicht eigenständig jagen, die auch nicht eigenständig im Wild folgen. Ersterer, die vom Stand geschnallten, freijagenden Hunde, definitiv keine großen Hunde, Stöberhunde, maximal Wachtelgröße, ob sie da nun Teckel oder Bracken oder Wachtel einsetzen, das hängt mehr wirklich an der Ausbildung des Hundes und vor allen Dingen am Fährtenlaut des Hundes, am konstanten Fährtenlaut des Hundes. Der Hund muss, wenn er eine Fährte aufgenommen hat, permanent laut sein. Es hilft auch nichts, wenn der Hund zeitweise still ist, weil das Wild sehr durcheinander bringt. Und wie gesagt, der Hund soll auch nicht zu groß oder darf auch nicht zu groß sein. Das heißt also hier, ich sag mal, maximal Wachtelgröße. Wie gesagt, jetzt bitte die
Verfechter der Rassen, die ich jetzt nicht genannt habe, nicht traurig sein. Es gibt eben auch viele andere Rassen, die da gute Arbeit machen. Wichtig ist hier die Unterscheidung, keine Vorstehhunde, die selbstständig vom Stand ausgeschnallt werden und im Treiben jagen. Das sollte man tunlichst unterlassen. Ein gut ausgebildeter Vorstehhund kann allerdings durchaus als Unterstützung des Treibers in unmittelbarem Umfeld des Treibers dann auch agieren. Zwei weitere Punkte, über die wir kurz sprechen sollten, ist das Thema Meuten. Beim Jagen gezielt von Schwarzwild kann es durchaus schon mal sein, dass man eine kleinere Meute aus Terriern beispielsweise einsetzen kann. Also ich würde auch jetzt hier ganz klar sagen, immer die Frage, wie man es macht, ist entscheidend. Meuten sind nicht per se und a priori Teufelszeug, aber Meuten, wie man sie draußen in der Praxis oft eingesetzt findet, können, finde ich, schon hochproblematisch sein und können eben auch aus Tierschutzsicht große Probleme bilden. Deshalb auch hier wieder eine Frage des Wie, eine Frage der Professionalität, eine Frage der Erfahrung des Jagdleiters und letztendlich auch eine Frage, auf welche Wildart was wie eingesetzt wird. Also bei Schwarzwild kann man durchaus mit Meuten arbeiten, muss hier aber eben sehr, sehr klug agieren, um nicht im Grunde in eine Tierschutzproblematik reinzukommen. Eine zweite spannende Frage, die wir hier heute vielleicht nicht ganz so sehr vertiefen können, ist diejenige, mit welchen Hunden wird später nachgesucht. Und da sollte man im Hinterkopf behaben die Frage, ist es wirklich sinnvoll, mit Stöberhunden auch nachzusuchen, also dass Stöberhunde auch die Schweißhundfunktion übernehmen. Meines Erachtens sollte man das definitiv nicht tun, weil einfach Stöberhunde und Schweißhunde völlig unterschiedliche, ja, ich kann mal sagen, Mindsets haben, wie sie daran gehen. Ein Schweißhund hat sich um eine Gesundfährte definitiv nicht zu kümmern, sondern hat einer Krankenfährte zu folgen. Und ein Stöberhund hat definitiv einer Gesundfährte zu folgen und keiner Krankenfährte. Sodass hier eigentlich eine ganz, ganz fundamentale, unterschiedliche Art der Hunde auch zu jagen und zu agieren vorliegt, sodass man hier, denke ich, klar trennen muss, Hunde, die stöbern, sollten eigentlich keine Schweißhunde sein und Schweißhunde sollten eigentlich keine Hunde zum Stöbern eingesetzt werden sein. Aber das wäre fast nochmal ein eigenes Thema, das ist recht spannend. Der dritte Punkt, den ich heute nochmal ganz kurz erläutern möchte, ist die Frage, sind Drückstöberjagden definitiv effizienter und sind sie vielleicht auch ökonomischer als Einzeljagden? Es wird ja im Grunde auch als ein wichtiges Argument für Drückstöberjagden genannt, sie sind sehr effizient. Auf der einen Seite mit der Begründung, man stört dadurch das Wild letztendlich weniger, durch weniger Jagdereignisse. Aber natürlich für einen Forstbetrieb beispielsweise oder auch einen jagdwirtschaftlichen Betrieb ist es auch ein ökonomisches Argument, wie viel Geld muss ich denn letztendlich, wie viel Manpower muss ich denn für so eine Drückstöberjagd ansetzen und wie ist letztendlich auch der Ertrag aus so einer Drückstöberjagd, sei es eben in Terminis von forstlicher Verjüngung oder sei es auch in Terminis von Wildbretterlös, je nachdem, welche betrieblichen Ziele man verfolgt. Und das ist ganz interessant, es gibt da sehr, sehr wenig handfeste Untersuchungen zu dem Thema. Ist eigentlich auch klar, weil natürlich ein bisschen so ein Thema ist, was Ökonomie mit Freilandökologie verbindet. Und gerade die Freilandökologie ist eben in vielen Untersuchungen, hat im Grunde ja einen sehr eigenständigen Charakter jedes einzelnen Experimentes. Es sind oft große Feldversuche, die so eine Art Anwendungsbeobachtung eher gleichkommen, die also keine systematischen Wiederholungen oft erlauben oder Wiederholungen immer nur von Jahr zu Jahr erlauben und die Jahre eben dann wiederum von den Rahmenbedingungen, Stichwort Witterung, auch andere Faktoren, die das Wild zum Beispiel beunruhigen, stören, sehr unterschiedlich sein können. Und deshalb sind diese Untersuchungen sehr, sehr schwer durchzuführen mit einem klaren Ergebnis. Es gibt Arbeiten aus den 1990er bis 2000er Jahren eigentlich von McIntosh zum Beispiel 1995, von Reimoser und Co-Autoren, von Wölfel und Co-Autoren und 2010 von Lang und Co-Autoren. Die Arbeit von Lang aus 2010 ist erschienen in den
Beiträgen zur Jagd- und Wildforschung, Band 35. Die geht eigentlich sehr systematisch ran und vergleicht eben auch die eigenen Ergebnisse mit den anderen vorhergegangenen Untersuchungen und kommt zu dem Schluss, dass hier definitiv die Drückstöberjagden im Vergleich zu Ansitz oder Ansitz und Pirsch deutlich effizienter sind. Das wurde auch nochmal beschrieben von Lang und Riegert in einem Sonderheft einer Jagdzeitschrift, der Pirsch war es. Da ist auch eine interessante Tabelle drin, die wir mal einblenden können. Hier sind nochmal insgesamt 4 solcher Arbeiten aufgeführt. Und wir sehen hier eigentlich eine ganz interessante Zahl. Diese interessante Zahl betrifft die Mannstunden, wie es genannt wird. Heutzutage müsste man natürlich auch Mann-Frau-Stunden sagen, pro erlegtem Reh. Und diese Mannstunden pro erlegtem Reh sind ja eigentlich ein recht, auf den ersten Blick zumindest, ein recht einfaches, eingängiges und klares Maß, mit welchem wir die Effizienz einer solchen Jagd messen können. Und da sehen wir in der Tabelle, dass beispielsweise die Drückstöberjagd 4,7 Mannstunden pro erlegtem Reh erfordert. Die Arbeit von Wölfel, die sich auf Ansitz bezieht, zeigt, dass 5,8 Stunden dort erforderlich sind. Reimoser und Co-Autoren 6,1 Stunden und McIntosh und Co-Autoren 8,04 Stunden. Das scheint auf den ersten Blick tatsächlich eine größere Effizienz und Effektivität der Drückstöberjagd zu belegen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich mal gucken, wenn wir jetzt mal auf die Standardabweichungen sehen, dann sehen wir eben auch die starken Schwankungen, die in diesen Zahlen drin sind. Und wir sehen eben auch, dass eigentlich die großen Unterschiede zwischen Ansitz auf der einen Seite oder sogar Ansitz und Pirsch und Drückstöberjagd gar nicht so sehr existieren, mit Ausnahme vielleicht der Arbeit von McIntosh und Co-Autoren, wobei hier auch eine sehr hohe Standardabweichung vorliegt. Das heißt also, so klar ist es nicht und so groß sind die Unterschiede eigentlich gar nicht auseinander, wenn man zwischen 4,7 und 5,8 sich das Bild anschaut. Wobei man natürlich sagen muss, gerade die Pirschjagden haben natürlich allein schon deshalb einen höheren Aufwand pro erlegtem Individuum, weil das Pirschen natürlich auch selbst Naturerleben ist und vermutlich auch die Pirsch durchaus zum Zwecke des Naturerlebens überhaupt als Jagdart eingesetzt wird und nicht so sehr als effiziente Jagdart. Und wenn zum Beispiel hier die Arbeit von Reimoser und Co-Autoren sagt, dass selbst aus Ansitz und Pirsch kombiniert Jagdkonzepte 6,1 Stunden pro erlegtem Reh betragen im Vergleich zu den 4,7, dann ist das so groß nicht. Ich finde eigentlich überraschend, dass es tatsächlich nur so gering ist, der Unterschied. Hinzu kommt ein zweites Problem. Wir finden bei keiner der Arbeiten, auch bei Lang und Co-Autoren, nicht wirklich aufgeschlüsselt, was denn in diese sogenannten Mannstunden mit eingeht. Ist das die reine Zeit, die der Schütze, der Jäger zubringt auf der Jagd, also auf dem Ansitz, auf der Pirsch, auf dem Drückstöberjagdstand? Oder wird dort zum Beispiel auch das Thema Nachsuchen mit einbezogen? Wird dort das Thema Treiber mit einbezogen? Dort das Thema Versorgen des Wildes mit einbezogen? Die Fragen bleiben in diesen Untersuchungen weitgehend offen. Und hier, denke ich, muss man einfach sehen, dass tatsächlich gerade über das Thema Nachsuchen bei der Drückstöberjagd sehr viel Mann-Frau-Stunden auch nochmal dazukommen, die bei der Einzeljagd möglicherweise in der Intensität nicht dazukommen. Das heißt, so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es leider nicht. Und auch hier muss man sagen, scheint die Drückstöberjagd nicht unbedingt wirklich die effizientere so klar zu sein, wie das eigentlich immer dargestellt wird. Sie scheint ein bisschen effizienter zu sein. Ist im Grunde ja auch logisch, aber den großen Durchbruch scheint sie nicht zu bringen. Und wenn man das jetzt auch mal mit Zahlen vergleicht, die wir aktuell aus großen Forstbetrieben kennen, dass tatsächlich Drückstöberjagden zum Teil niedrige bis mittlere fünfstellige Eurobeträge pro Jagd kosten, dann sind das schon enorme Summen, die mit Sicherheit
durch den Wildbreterlös und ich vermute auch mal durch die ersparten Schutzkosten für die Forstkulturen definitiv nicht aufgewogen werden. Zumal in diesen fünfstelligen Eurobeträgen noch nicht die Personalkosten für die teilnehmenden Forstbeamten zum Beispiel sind. Das heißt also, ob diese Drückstöberjachten wirklich ökonomischer sind, sei einmal dahingestellt. So klar, wie es behauptet wird, ist es nicht. Ich denke eher, sie sind möglicherweise sogar zum Teil deutlich teurer. Ja, das waren jetzt ein paar Punkte, die immer wieder als Frage von Ihnen noch aufgeworfen worden waren. Ich hoffe, ich habe die jetzt soweit erstmal beantwortet. Es gibt ein paar spannende weitere Fragen, die wir in diesem kurzen Video heute jetzt nicht vertiefen wollen, die wir aber möglicherweise in Zukunft mal in eigenen Videos nochmal aufgreifen. Das ist zum Beispiel die Frage der Wildbretthygiene. Die Frage also, wie wird das Wild versorgt auf Drückstöberjachten, was muss ich beachten, wie lange dürfen solche Treiben aus wildbrethygienischen Gründen sein, wann muss ich Aufbrechpausen machen, wie ist generell der Zustand des Wildbretts von Drückstöberjagden im Vergleich zu Einzeljagden. Da gibt es durchaus auch mittlerweile recht interessante Untersuchungen zu, die wir vielleicht an anderer Stelle mal vertiefen können. Zwei weitere wichtige Punkte sind die Fähigkeiten der Teilnehmer, also zum Beispiel auch die Frage der Schützen. Wie ist die Fähigkeit der Schützen, das Wild tatsächlich zu treffen? Und welche Rolle spielen entsprechende Übungsschießen für die Schützen? Und welche Art müssen diese Übungsschützen sein? Das ist eine ganz spannende Frage, also gerade auch diese im Moment der Schießkino-Hype. Da haben wir auch durchaus die ein oder andere Untersuchungen vorliegen, dass man mal sieht, was bringt eigentlich was und wie gut sind denn eigentlich die Schießfähigkeiten unserer Jäger. Zweites spannendes Thema, was wir eben auch mal vielleicht auf einem eigenen Video eines Tages bearbeiten werden. Und die dritte wichtige Frage ist die Frage der Nachsuchen. Die Frage, wie viele Nachsuchegespanne stehen zur Verfügung, wie ist denn überhaupt die Qualität der Schüsse auf solchen Jagden, wie viele Schüsse werden sozusagen gemeldet? Wie viele Stück Wild liegen auf der Strecke? Wie viele Nachsuchen sind angemeldet? Gibt es da ein Delta? Gibt es eine Diskrepanz? Das ist ganz wichtig, dass dieses Delta eben nicht existiert, weil das wiederum ein Tierschutzproblem wäre. Solche Untersuchungen laufen gerade auch und sind auch in der jüngeren Vergangenheit abgeschlossen worden. Und auch da würde ich zu einem anderen Anlass gerne nochmal drauf eingehen. Für heute mögen die drei Punkte, die wir jetzt besprochen haben, erstmal genügen. Und wenn Sie Fragen, Anregungen, Ideen dazu haben, dann sollten Sie das per Mail an uns schicken oder als Kommentar unter dem Video hinterlassen. Und wir würden uns dann auch, wenn Fragen sind, nochmal diese beantworten oder auch mit Ihnen in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.